Manch Kampf hinterlässt Spuren in der Geschichte, die man dem Land nicht ansieht. Dies ist der Schauplatz der Schlacht von Hastings. Man sieht nach fast 1000 Jahren keine Spuren mehr von der blutigen Auseinandersetzung. Doch hier wendete sich das Schicksal Englands. Hier wurde ein König getötet und sein Bezwinger erhob Anspruch auf den Thron. Oktober 1066. Dank ihm wissen wir, was an diesem Tag geschah. Der Teppich von Bayeux. Eine sorgsam gehegte Abbildung der Ereignisse. Er zeigt die Hauptakteure. Harald, den neu gekrönten angelsächsischen König von England. Und seinen Herausforderer, Wilhelm, Herzog der Normandie. Ihm hätte der vorherige König die Krone versprochen. Also versammelte er eine Armee, plante die Überfahrt nach England, wo er den Thron von König Harald erobern wollte. Doch ein Sturm vereitelte sein Bestreben. Derweil stellte Harald fest, dass Wikinger im Norden gelandet waren und ebenfalls seine Herrschaft bedrohten. Er eilte ihnen entgegen. In Frankreich wartete Wilhelm auf bessere Bedingungen für die Überquerung des Ärmelkanals. Das Wetter klarte auf. Er ergriff seine Chance. Meilen weiter nördlich hatte Harald die Wikinger bezwungen. Als er von Wilhelms Ankunft erfuhr, trieb er seine Armee nach Süden. Um 9 Uhr morgens, auf diesem Hügel, stand Wilhelms normannische Armee bereit für die Schlacht gegen Haralds Angelsachsen. Man harrte gespannt. Und der Preis? England selbst. Am 14. Oktober 1066 stand Wilhelm der Normanne kampfbereit am Fuße eines Hügels. Oben hatte sich König Harald von England mit seiner angelsächsischen Armee postiert. Auf diesem Hügel würde sich das Schicksal Englands entscheiden. Access mit Vos, Companion. Attendez, si comme Wilhelms normannische Armee führte den ersten Angriff und stürmte frontal auf den Schildwall zu. Obwohl Wilhelms Armee tapfer gegen den Schildwall ankämpfte, wollte er nicht fallen. Sobald ein Mann fiel, nahm der Nächste seinen Platz ein. Überlappende Schilde in enger Formation schufen eine fast undurchdringliche Barriere. Wilhelm erkannte, dass seine Armee den Schildwall nicht durchbrechen konnte und blies zum Rückzug. Sein Ziel war es, die Angelsachsen in falscher Siegesgewissheit zu wiegen, damit sie ihre Formation aufgab. Wilhelms vorgetäuschter Rückzug funktionierte. Die angelsächsische Armee löste ihre Formation auf, um dem Feind nachzusetzen und gab Wilhelm so den nötigen Handlungsspielraum. Kaum hatten Haralds Männer den Schildwall aufgelöst, konnte Wilhelm sie bei ihrem Ansturm niederschlagen.
Jene Sachsen setzten Reihen von Speerkämpfern gegen die Eindringlinge ein. Aber Wilhelm hatte eine Antwort. Seine scharfäugigen Bogenschützen. Weitere normannische Soldaten verstärkten Wilhelms Armee. Angelsächsische Bogenschützen schlossen sich dem Kampf an und die tödliche Kavallerie der Normannen machte sich zum Angriff bereit. Doch zuerst mussten Wilhelms Truppen die feindlichen Speerkämpfer beseitigen, deren starke Stangenwaffen ein Pferd leicht zu Fall bringen konnten. Speerkämpfer keine Gefahr mehr darstellten, konnte Wilhelms Kavallerie auf die angelsächsischen Bogenschützen losstürmen. Die angelsächsische Armee war in Auflösung begriffen, ihr Schildwall war zerschlagen und die Zahl ihrer Kämpfer schwand. Nur noch König Harald selbst stand zwischen Wilhelm und dem Sieg. Als letzte verbliebene Soldaten stellten sich um ihren König, bereit, ihr Leben für das Seine zu geben. Weitere normannische Kavalleristen trafen auf dem Schlachtfeld ein. Yeah.
angelsächsische König Harald war gefallen. Inmitten des Chaos kämpften einige seiner treuesten Soldaten bis zum Tod, während andere panisch flohen. Ihres Anführers beraubt und vernichtend geschlagen, rannten die letzten Angelsachsen um ihr Leben. Die Normannen feierten ihren Sieg über den König, doch Wilhelms Feldzug zur Eroberung Englands begann gerade erst.